Wie kannst du ein göttliches Selbstbewusstsein erlangen? Ja, hallo, hier bin ich. Vielen Dank erstmal noch für euren Vortrag von gerade eben. Also das war ja so inspirierend. Ich möchte unbedingt alle Farmen sofort besuchen. Wow. Ich habe mir das ja auch schon lange gewünscht, nochmal diese persönlichen Einblicke zu bekommen in die Farmen. Und ja, es war einfach so schön. Es war so toll, euch da zu sehen. Ich mache mal kurz einen Bildschirmtest, dass ich auch hier meinen richtigen Bildschirm freigebe. Bildschirm freigeben. Super. Ist das erste Mal, dass ich einen Mac bediene. Aber es wird immer besser. Genau. Ach ja, und wem es auffällt, ich halte ja jetzt zum zweiten Mal hier meinen Vortrag. Vielen Dank nochmal für die Gelegenheit. Für mich ist das immer so eine großartige Gelegenheit, um vor anderen Menschen zu sprechen und das auch zu üben. Und ich habe jetzt eine bessere Kamera. Ich habe mir tatsächlich eine neue Kamera bestellt. Und vorher war das doch eher so ein impressionistisches Bild, was bei mir dann zustande kam. Und jetzt ist es dann doch etwas schärfer. Sogar mit Beleuchtung. Ich kann das sogar noch heller machen. Guck mal. Okay, meine Präsentation. Genau, und das Thema ist, wie kannst du ein göttliches Selbstbewusstsein erlangen? Das ist ja nun ein riesengroßes Thema. Ich habe tatsächlich sehr reingefühlt in alle Gespräche, die ich mit Freunden, Familie, Bekannten so geführt habe in letzter Zeit. Und es kam immer wieder bei allen Menschen das Thema Selbstbewusstsein hoch. Irgendwie fühlt man sich dann doch lahmgelegt von allen möglichen Umständen und auch dem weltweiten Umstand, in dem wir uns jetzt gerade alle befinden seit 2020. Und das nagt ganz schön am Selbstwertgefühl und auch am Selbstbewusstsein. Also bin ich mir meiner selbst wirklich bewusst? Und bin ich mir auch der guten Aspekte meiner selbst bewusst? Oder nage ich irgendwie an mir selber und lasse dann eher negative Energien zu in Bezug auf mich selbst? Also das Ganze ist eher so ein psychologisch-spirituelles Thema. Und es ist dann doch eher ein spirituelles Thema, weil es bei mir dann auch um das göttliche Selbstbewusstsein geht. Also eben nicht nur die Reflexion über dich selbst, dass du über dich selbst nachdenkst oder fühlst, in dich selbst reinfühlst, sondern dass du das Ganze auch auf eine andere Ebene hebst, auf eine Ebene, die weit über dich hinausgeht. Ja, also es hat durchaus so ein Wachstumsprinzip, was das Ganze vertritt. Du als Mensch gehst nach vorne, während du dir deiner selbst bewusst bist. Und wie kann man in diesen Zustand kommen? Wie kann man in diesen Zustand kommen, sodass man sich nicht so leicht lenken lässt von äußeren Einflüssen und wirklich in sich ruhen kann oder auch in sich aktiv sein kann, eben im Bewusstsein sein kann? Darauf gehe ich jetzt ein. Wer bin ich? Ich wurde sehr freundlich als Myrophorin angekündigt. Das finde ich sehr lieb. Ansonsten heiße ich Anastasia Heidorn. Und ja, ich bin eigentlich noch so in der Positionierungsphase. Aber Myrophorin passt auch gut. Denn es ist schon, also ich benutze die Öle auf eine vorwiegend spirituelle Art und Weise, dass ich eben reinfühle und in die Wesenhaftigkeit der Öle hineinfrage. Also ja, so eine Art Unterhaltung mit den Pflanzen und den ätherischen Kräften führe, auf so einer spirituellen Ebene. Genau, ansonsten studiere ich. Ich studiere Jura und bin dann doch auch irgendwo geerdet, sage ich mal. Genau, Myrophorin. Und auch an der Stelle, weil viele ja gar nicht wissen, was eine Myrophorin überhaupt ist. Also ja, es ist einmal eine spirituelle Sache, dass man eben so tief reinfühlt in die Öle, dass man richtig in die Inspiration kommt und auf eine inspirative Art und Weise eben ja Informationen auf eine Art und Weise bekommt, wie man die Öle anwendet. Und das ist eine Art, wie man Öle benutzt hat, die es eben schon im alten Ägypten gab. Vorhin am Anfang von dem Vortrag von Francis und Isla hat Francis kurz angesprochen, dass der Gary von den Isis-Priesterinnen
sein Wissen bekommen hat oder da eben auch eine Verbindung hatte. Und die Isis-Priesterinnen waren zum Beispiel Myrophorinnen. Also das ist so ein Beruf früher wirklich gewesen. Und die haben dann andere Menschen gesalbt und haben energetisch denen Übertragungen gegeben. Und das hatte eben auf unterschiedlichen Ebenen eine positive Wirkung auf die Menschen und hat sie wirklich in diesen großen Transformationsphasen im Leben, die man so hat, also im Tod zum Beispiel oder auch bei Geburten, hat das die Menschen unterstützt und ihnen wirklich diese Prozesse erleichtert. Und heutzutage gibt es eine Reihe an Myrophorinnen aus ganz unterschiedlichen Linien. Es gibt, in England sind sie sehr, also es sind nicht viele, aber ein paar sind verbreitet in England, Linienhalterinnen der Maria Magdalena, die war auch Myrophorin. Und es gibt aber auch noch ganz andere Linien aus unterschiedlichen Richtungen. Ätherische Öle waren ja auch auf der Welt verbreitet und dementsprechend gibt es da ganz viele unterschiedliche Linien. Und bei mir ist es so, dass ich teilweise von der Maria Magdalena-Linie Menschen kenne, die mir was beigebracht haben und teilweise durch Meditation und vor allem die Verwendung der Öle habe ich da auch eigene Erfahrungen gemacht. Und das kann ich nämlich euch auch empfehlen. Ich habe das Gefühl, wir kommen in eine Zeit, wo auch diese Begriffe eigentlich nicht mehr so relevant sind, dass man nicht unbedingt sich jetzt als irgendwer bezeichnen muss. Wichtig ist wirklich, dass man mit den Ölen tiefen Kontakt aufbaut. Und weil darum geht es, dass man wirklich in die Tiefe geht, dass man in die Tiefe bei sich selbst geht und in die Tiefe bei den Ölen und da wirklich lernt, in einen intuitiven Prozess zu kommen. Es ist noch nicht mal ein Lernen, es ist eigentlich ein Zulassen, ein sich hingeben zu den Pflanzen, weil die Pflanzen möchten uns was sagen, ne? Und wir dürfen uns nur hingeben. Das ist eigentlich ganz einfach. Manchmal machen wir es uns total schwer. Okay, und mein Lieblingsöl ist momentan The Gift. Ich glaube, das sagt was über mich aus, für die, die The Gift kennen. Ja, los geht's. Ja, das Selbstbewusstsein ist ein sehr spannender Prozess. Und ich erkläre euch, weshalb es mir so wichtig war, den Begriff göttliches Selbstbewusstsein zu nehmen und eben nicht einfach nur Selbstbewusstsein. Was jetzt nämlich bei den Gesprächen rauskam mit meinen Freunden, Verwandten, Bekannten, war immer, dass sie gesagt haben, ja, irgendwie traue ich mich gar nicht mehr so richtig zu sagen, was ich denke. Oder ich traue mich nicht so richtig, das zu machen, was ich eigentlich die ganze Zeit schon machen wollte. Ich habe so viele Pläne, so viele tolle Ideen und mir fehlt so der Antrieb, das alles umzusetzen. Und auch untereinander sind die Menschen auf einmal misstrauisch geworden, manche sogar missgünstig. Und ich denke, das ist gefährlich. Ich denke, wir sollten da doch in uns selbst finden und nicht so viel von dem Äußeren, was uns vielleicht ablenken und verreißen möchte, auf uns wirken lassen. Dass wir da einen Umgang mitfinden und lernen und wirklich lernen, bei uns selbst zu bleiben und die Tiefe in uns selber zu entwickeln, sodass wir wirklich bewusst nach vorne gehen und nicht in irgendwelchen Energien hängen. Und einmal zum Wort Selbstbewusstsein. Ja, da gibt es unterschiedliche psychologische Definitionen zu. Ich finde die philosophische Definition am besten, also sich über sich selbst bewusst sein, vor allem über sich selbst reflektieren, also die Reflexion des Selbst. Und da merkt man, und bei allen anderen Definitionen ist das auch so, das Selbst steht eben im Vordergrund. Und das Selbst ist auch immer Ego. Also immer, wenn ich von mir spreche, dann geht es halt um mich und das ist halt das Ego. Und wenn wir immer nur in uns selbst sind, was eine Zeit lang ganz gut gehen kann, kann es uns aber auch verreißen, weil wir eben nur auf uns fokussiert sind und gar nicht mehr mit allem anderen, was es nämlich auch noch gibt, in Kontakt sind. Also selbst ist so ein bisschen zu kurz gegriffen sogar für unsere gesamte Existenz, die es aber auch noch gibt. Deswegen das Wort göttlich. Und göttlich, da gibt es ja nun ganz unterschiedliche Ansichten, was göttlich ist. Und ich mag ganz gerne die Ansicht der Christengemeinschaft, mit der ich persönlich aufgewachsen bin, also eine anthroposophische Konfession des Christentums, relativ frei auch. Und
Da finde ich die Definition ganz schön, aber es ist natürlich nicht die absolute Definition, denn Gott darf jeder selbst für sich definieren und ja, man darf Gott auch einen anderen Namen geben. Man muss auch Gott nicht als Gott bezeichnen. Man kann ja auch sagen Supreme oder man kann sagen Allah. Da gibt es ganz viele Namen. Ein allmächtig geistig-physisches Gotteswesen ist der Daseinsgrund der Himmel und der Erde. Das, und hier ist eigentlich, steht hier väterlich, man könnte auch sagen mütterlich, also Gott ist nicht irgendwie männlich oder weiblich, seinen Geschöpfen vorangeht. Also hier ist das Wort vorangehen, also nach vorne. Wir haben ein Ziel, wir möchten in die Zukunft. Und es ist allmächtig, es ist geistig und physisch, also sowohl in dem Raum, den wir nicht greifen können, als auch in dem Raum, den wir, ich kann mich ja anfassen, also in dem physischen Raum auch. Und es ist ein Gotteswesen. Ja, es ist nicht selbstbezogen, nicht bezogen auf mich jetzt oder so oder auf einen Menschen. Ein Mensch alleine ist nicht Gott. Aber es ist ein Wesen. Und ein Wesen, das jeder annehmen kann oder jeder schon ist. Ein Wesen, das in uns allen ist. Wir alle sind Gott. Du alleine bist auch Gott und auch alle anderen. Wir sind alle, weil die Liebe ja auch unendlich ist und überall, wo Liebe ist, ist Gott. Ist eigentlich ganz leicht. Und alles, was geschaffen wurde, ist Gott. Und alles, was noch nicht geschaffen wurde und noch geschaffen wird, ist Gott. Alles, was abgeschaffen wurde, war auch mal Gott. Also es ist überall, alles ist da. Und wie gesagt, das ist jetzt meine Ansicht und ich bin da, das Schöne ist, wir können ja alle ganz offen sein und uns ja mit dem verbinden, was einfach da ist, diese Energie fließen lassen. Also wie schaffe ich es eben nicht selbstbezogen zu sein in meinem Selbstbewusstsein, sondern bei Gott zu sein, also in einer Weite, in einer Fülle, in einer nicht unbedingt nur Ich-Bezogenheit, sondern auch in einem Miteinander mit anderen Menschen, sodass ich wirklich selbstsicher nach vorne gehe, in Bezug mit anderen, mit allen anderen zusammen. Ne? Ohne auch zu werten, ohne in Dualismen zu verharren. Wie kann ich mich wirklich ausweiten? Ja? Wie kann ich mich wirklich ausweiten? Und da gibt es ganz tolle Öleanwendungen, die ich euch gleich zeige. Aber vorher noch dieses eine Zitat. Und googelt auch mal bitte die Bilder von dieser Person. Da es ja doch auch ein bisschen ein gewerblicher Vortrag ist, wollte ich jetzt nicht Bilder von spirituellen Personen einbinden. Aber googelt doch gerne mal die Bilder von Sri Ananda Maima, eine wunderbare spirituelle Person aus Indien. Und das hat mich heute spontan erreicht, dieses Zitat. Ich habe das so im Internet gesehen und ich fand das ganz toll. Ich möchte euch das vorlesen. Der positive Beweis, dass der Aspirant, also der Mensch, der nach vorne gehen will und was schaffen will im Leben, in Gott zentriert ist, ist, dass er aufhört, irgendeine Person oder ein Objekt zu hassen. Also das ist ein ganz guter Maßstab, fand ich irgendwie, auch wenn es so hart klingt. Hassen ist ja doch ein hartes Wort. Aber hängst du noch irgendwo fest? Weil wenn wir hassen, klammern wir uns ja auch irgendwie dran. Ich hasse das. Ja, wenn du das sagst, dann sehe ich es direkt vor mir und merke, dass du da doch eine Verbindung zu hast. Hast, hassen. Und das ist lustig eigentlich in der deutschen Sprache. Wenn da aber Liebe ist, dann kannst du es ja nicht hassen. Und überall, wo Liebe ist, ist Gott. Ja, und je mehr Liebe du eigentlich zu jedem Menschen fühlst, auch zu denen, wo es dir schwerfällt, desto mehr weitest du dich aus und desto mehr, ja, hast du ein göttliches Selbstbewusstsein. Ja, und man kann natürlich über das Ganze, was ich gerade erzählen habe, lange rumphilosophieren. Das habe ich früher so gerne gemacht und habe gemerkt, dass mir der Kopf irgendwann angefangen hat zu rauchen. Man kann aber auch tolle Öle anwenden und das finde ich viel, viel schöner. Also, wie ich schon beschrieben habe, in die Öle reinzufragen, das ist toll. Also, sich von ihrem Duft inspirieren zu lassen, sich von ihrer Energie inspirieren zu lassen, wenn man die Öle aufträgt. Ja, wie verändert sich mein Körpergefühl, wenn ich ein Öl auftrage? Und dann mal in dich reinzufühlen und dann kommt dir spontan die Intuition, ein guter Gedanke oder ein guter Sinn, ein gutes Gefühl. Und dann fängt es an, mit dir zu arbeiten, das Öl. Ja.
Das ist sehr schön, davon kann man sich verändern lassen. Und da möchte ich anfangen mit der Orange. Die Orange ist wirklich so ein Safe Space für mich. Also ein Platz, ein Ort der Sicherheit. Und ein ganz wichtiger Aspekt bei diesem Prozess, in das göttliche Selbstbewusstsein zu finden, ist das Beschreiten und Begreifen einer Zukunft der Süße. Und jetzt werdet ihr euch vielleicht wundern, hä, wieso denn Süße? Und was hat denn Süße mit Gott? Gott zu tun? Ist Gott süß? Na, das Süße ist das Schöne und das Schöne gibt uns Energie. Es ist nicht ohne Grund der Fall, dass bei vielen spirituellen, ja, ich sag mal Ritualen, also ich kenne das zum Beispiel aus dem Buddhismus, da veranstaltet man Gebete, betet man zusammen oder singt Mantren und am Ende gibt es immer was zu essen. Und es muss immer was Süßes geben, weil in diesem Süßen drückt sich die göttliche Süße aus. Und das, was uns Energie gibt, was uns auch süß macht, was uns happy macht, ja, es gibt uns ein gutes Lebensgefühl, es macht uns stark, es gibt uns natürlich auf einem physischen Level Energie, es macht uns ein bisschen hyper. Und ja, das ist ganz wichtig. Die Süße braucht man im Leben, wenn man ja happy sein möchte. Und happy ist ein guter Zustand, um weiterzukommen, damit weitere gute Gedanken und gute Emotionen kommen. Und wir geben uns damit ja auch einfach was Gutes. Ja. Und was sagt dir die Orange? Und was kannst du mit der Orange machen? Also zum einen empfehle ich es, dieses Orangenöl zu nehmen und in einem Trägeröl aufzulösen. Ich gebe mir dann immer ein bisschen was auf die Hand und tropfe dann ein paar Tropfen Orange rein, verreibe das, muss man gucken, dass das nicht überall hintropft, aber so in einer kleinen Handpuhle. Und dann verbindet man sich schon mit dem Öl. So. Und dann trage ich mir das auf die Arme auf, komplett, auf die ganzen Arme. Und auf die Beine und auch ein bisschen an die Füße. Na, wenn ihr schon mal da unten an den Beinen seid, dann könnt ihr auch die Füße einsalben. Und das gibt einem so eine richtige Ruhe und das kuttet dich wirklich ein. Das ist so dieser Safe Space. Da bist du so richtig in dir drin, in deinem Mantel. Ich habe hier auch dieses russische Tuch, was übrigens auch sehr schützend wirkt, wenn man so ein Tuch hin und wieder mal umhat. Und das kuttet dich so richtig ein. Das macht dich so richtig kuschelig und warm. Und ich mache das auch immer, wenn ich mich irgendwie kalt fühle. Ja, dann kriegt man doch so viel aus der Außenwelt mit und das zieht einen runter und macht einen so richtig kalt. Und dann benutze ich die Orange. Und die Orange macht mich wieder warm. Die Orange gibt mir eben diese Süße des Lebens, das schöne Leben. Wir dürfen genießen. Wir dürfen, wenn es sich immer wieder ergibt, gerne genießen. Genießen ist was Schönes. Und diese gute Energie reinlassen, diese erdende Energie auch. Ja, die Orange hat definitiv was Erdendes. Und diese mütterliche Energie auch diese kreative Energie. Und insgesamt dieses süße Selbstbewusstsein. Und noch so ein paar Gedanken einfach jetzt, was die Orange noch mit dir machen kann. Zum einen öffnet sie dich. Ja, sie öffnet dich. Und wir sehen das auch in dem Orangenbaum. Gehe ich hier mal in den Orangenbaum, der möchte seine Früchte mit der Welt teilen. Ja, er hat süße Früchte und die Früchte hängen außen und deswegen ist es auch besonders schön, sich das wirklich auf die Gliedmaßen aufzutragen, also auf die Arme und Beine, so das Äußere an uns, weil wir möchten mit der Welt in Verbindung treten, so wie der Baum eben mit uns die Früchte teilen möchte, die süßen Früchte. So kannst auch du mit dem Orangenöl dich davon inspirieren lassen und deine Süße mit der Welt teilen. Und das macht dich noch viel selbstbewusster, weil ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass wir uns nicht einschließen, wenn es uns nicht gut geht, sondern dass wir uns öffnen und nach draußen gehen und das Süße, das Schöne, was wir in uns haben, jemanden anlächeln, jemanden sagen, oh, wie schön, du hast so schöne Sachen an heute. Das Süße sehen und das Süße erkennen und einfach, wenn du diese süße, spontane Erfahrung fühlst, teile sie. Teile sie mit der Welt. Ja, wenn in dir auf einmal spontan was Süßes hochkommt, sag der nächsten Person, hallo, guten Morgen, was Schönes, Süßes. Das ist so schön und das macht auch dich sehr selbstbewusst und sehr klar. Und sei dir bewusst, du bist mit allen verbunden. Ne? Indem du dich öffnest und teilst,
teilst du dich und deine Süße und das verbindet dich. Das verbindet dich mit der Welt und gibt dir eine neue göttliche Qualität. Du bist nicht alleine, du bist verbunden, immer mit allen Menschen. Und ja, die Süße des Lebens ist wichtig und sei dir auch bewusst, dass du diese süße Frucht Gottes bist. Also du bist ja auch nicht ohne Grund hier und du bist eine wunderbare süße Frucht Gottes. Du hast so viel zum Teilen und in dir ist noch so viel Süße und so viel Liebe. Das macht das Leben viel, viel schöner, wenn du das mit anderen Menschen teilst. Genau. Und wichtig ist auch, durch diese Süße sind wir nicht mehr so verhärtet. Ja, wenn wir ein bisschen lockerer werden, die Orange macht uns auch locker. Die hilft uns, nicht immer in diesen Schemata drin zu sein, die wir uns vielleicht selber auferlegen, indem wir sagen, ja, so und so und so muss das sein und so macht das ein guter Bürger oder so macht das eine gute Mutter oder ein guter Vater oder so, sondern dass wir diese Lockerheit entwickeln und dass wir uns auch anpassen können und wirklich es schaffen, reinzufühlen, vor allem in unserem Kontakt mit anderen Menschen, dass wir da flexibel werden, ganz flexibel und unsere Süße flexibel teilen können. Das ist so ein ganz großer Aspekt von der Orange. Ja, und das ist vor allem ein Prozess des in den Körper reinfindens. Was ich ganz schön finde, im Zen-Buddhismus gibt es diese Praxis, dass man in den Körper reinfindet, dass man sagt, komm nach Hause. Und mit Zuhause ist unter anderem dein Körper gemeint. Mit Zuhause ist auch Gott gemeint, aber auch dein Körper. Und ein gutes Körpergefühl ist das A und O, denn unser Körper ist unser ältestes Instrument. Wir haben auch energetisch andere Körper. Manche Menschen können sie fühlen. Immer mehr Menschen können sie fühlen, was ich sehr interessant finde. Und also immer mehr Menschen stellen fest, dass wir mehr haben als nur diesen physischen Leib. Wir haben auch einen emotionalen Leib, den fühlen wir ja. Und darüber hinaus noch mehr. Aber das sind alles jüngere Körper. Also die entstehen mit der Zeit. Manche bringen wir mit aus anderen Leben, wenn man dran glaubt. Und es gibt aber auch diesen physischen Leib und der ist der älteste, den wir haben im Sinne der Erde. Ja, also auf der Erde der älteste. Er ist mit der Erde natürlich am meisten verbunden, denn da ist unser Gengut, unser Erbgut von Tausenden an Tausenden Verwandten und Ahnen drin. Und diese Ahnen, das hat Vor- und Nachteile mit den Ahnen. Die können einen so ganz schön lenken, die Ahnen. Und da ist es wichtig, einen guten Umgang zu finden mit diesen Energien dieses Körpers, die uns einfach mitgegeben werden. Das sind so Körperenergien, sag ich mal. Und da ist es so, das merkt man sehr stark im Nacken, das merke ich jedenfalls in letzter Zeit, dass ja, da auf einen so richtig eingewirkt wird. Eine kurze Geschichte aus meinem Leben. Ich bin umgezogen in eine Stadt, wo meine deutsche Familie, also ich bin russisch-deutsch und mein deutscher Part, kommt sehr, sehr stark aus Norddeutschland, hauptsächlich aus Hamburg. Und ich merke das so richtig stark im Nacken, wie mir die Familie im Nacken sitzt. Also das ist ganz interessant. Ich mag sie auch, aber irgendwo bin ich halt auch ein anderer Mensch. Und ich glaube, das kennt jeder von sich, dass man irgendwie in der Familie lebt und das Gefühl hat, man hat die verrückteste Familie auf der Welt. Alle sind verrückt bei mir in der Familie. So fühlt man selber ja. Und ja, das kriegt man ganz schön mit und das kann einen ja ganz schön beeinflussen, dass man dann doch nicht mehr ganz so bei sich ist und bei den eigenen Gedanken und dem, was man selber auf der Welt schaffen möchte, sondern bei dem, was einem halt im Nacken sitzt. Und ich erkläre dir jetzt, wie du dich davon auch lösen kannst, dass du nämlich wirklich bei dir und bei Gott bist und nicht bei diesen Fremdeinflüssen, die eben ja aufgrund irgendwelcher Umstände auf dich einwirken. Und da ist es ganz toll, mit dem heiligen Weihrauch zu arbeiten. Und der heilige Weihrauch, das ist einfach so hochfrequent. Mir hat meine gute Freundin erzählt, sie hat den heiligen Weihrauch, also nicht nur, sie hat sich ins Badewasser heiligen Weihrauch gegeben, hat darin also gebadet und sie hatte das Gefühl, dass
ihr alles abbrennt am Körper. Also jetzt nicht wirklich, das ist ja auch kein scharfes Öl an und für sich. Es ist nur halt ein hochfrequentes Öl und das, ja, auf einer energetischen Ebene bereinigt es einfach ganz viel, was so an einem dran klebt, an fremden Energien oder Energien, die einfach stören. Und neben den Ahnenenergien können es auch ganz viele andere negative Fremdeinflüsse sein. Ich möchte da auch jetzt gar nicht so richtig ins Detail gehen und darf sich am besten nicht drüber nachdenken. Aber ja, da kann sich jeder selber informieren. Wobei, am besten nicht drüber nachdenken. Und da ist es ganz wichtig, wie kannst du jetzt in deinen eigenen Fluss kommen, ne? In deine eigene lichte Inspiration oder dem, was durch dich fließt von Gott, ne, weil wir selber sind es ja auch nicht, auch meine Gedanken gehören ja nicht mir. Und da ist es eben ganz toll, wirklich den heiligen Weihrauch zu nehmen. Ich nehme mir dann immer hier das Fläschchen und gebe mir unverdünnt das Öl in die Hand und dann nehme ich diese drei Finger und gehe da rein. So. Und verreibe das auch nochmal in den Händen, wieder hier auf diese drei Finger und gebe mir das auf diese äußeren Nackenstellen. Also dort, wo die Muskulatur ist, die unseren Kopf trägt und uns beweglich macht, tut auch gut, mal so ein bisschen den Kopf zu drehen und zu wenden. Und dort gebe ich mir den heiligen Weihrauch drauf und auch auf die oberen Wirbel der Wirbelsäule und auch auf diesen Punkt, also auf diese Kuhle, wo der Schall, also wo der Schädel anfängt, der Knochenschädel, da ist so eine Kuhle drin, da auch. Und das ist ganz toll, um da wirklich sich von diesen Energien zu bereinigen. Also man merkt das dann auch direkt, es wird total warm in diesem Bereich. Aber nicht, weil es brennt, sondern einfach, weil da was sich löst, was abgeht. Und das ist so wichtig. Also ich kann euch das echt empfehlen, macht das mal so eine Woche lang ungefähr. Oder noch länger, je nachdem, wie es braucht. Ich würde eine Woche empfehlen. Und dann merkt ihr richtig, wie, ja, wie da so Energien waren, die einfach nicht eure sind. Und die gehen einfach ab dann, ne? Ich meine, das alles gehört ja nicht uns. Unsere Gedanken gehören nicht uns, unsere Gefühle gehören nicht uns. Und schon gar nicht erst diese komischen Energien. Also so, ich spreche jetzt, was heißt Energien? Einfach, ja, wie so Einflüsse. Auf einmal Gedanken, wo du merkst, dass das eben nicht deine eigenen sind, sondern dass sie dir irgendwie eingeflößt wurden, weil du soziokulturell auf eine Art und Weise aufgewachsen bist oder so. Genau. Und mit dem Weihrauchöl lernst du eben keine neuen Schemata zu erschaffen, dich nicht mit deinen eigenen Gedanken zu identifizieren, sondern dich ganz im Gegenteil für die spontane Inspiration und Einsicht zu öffnen. Und wenn man diesen Fluss noch mehr verstärken möchte, wie du wirklich in diese spontane Inspiration kommst, wie du Gedanken und Gefühle anziehst, die eben also göttlich sind, wirklich gut sind und nicht fremdbestimmt sind, dann gib dir das auch hier nochmal auf den Scheitel und lass das eben alles durch dich durchfließen und merke, wie das alles dich ja göttlich berührt und wirklich klar macht und rein macht. Genau. Und dann auch ein ganz wichtiger Aspekt von Selbstbewusstsein ist Zedernholz. Also Zedernholz, oh, da könnte ich ewig zu sprechen, ist halt ein riesengroßes Thema. Ich als Russin liebe natürlich die Zeder. Die Zeder ist bei uns ein unfassbar heiliger Baum. Und was ich sehr interessant finde, die Tempel, die ersten Tempel, das wird ja auch im Ersten Testament beschrieben, wurden aus Zedernholz gebaut. Und das ist wirklich das Öl der Stabilität. Unter Mikrophorinnen ist es auch bekannt, dass wenn man in die Behandlung, also energetische Behandlung eines Menschen reingeht, dass man sich selber zunächst erstmal mit Zedernholzöl salbt. Ja, also sich energetisch mit diesem Öl verbindet. Die jetzt der Maria Magdalena-Linie angehören, machen das so, dass die das Öl vor dem Herzen halten und erstmal in das Öl reinfühlen, so wirklich das im Herzen auch klingen lassen. Auf eine Art und Weise arbeiten sie da auch mit dem Ton. Man kann diesen Ton fühlen. Man kann ihn auch leise summen und klingen lassen und dabei ganz mit dem Herzen reingehen und ganz mit dem Herzen, ja, wirklich fragen, liebes Zedernholzöl, bitte schütze mich jetzt in dieser Erfahrung.
und gib mir die Kraft, diesem Menschen richtig zu helfen. Denn das ist so wichtig, dass man sich da nicht verreißen lässt, gerade wenn man in so turbulenten Zeiten lebt oder eben sich wirklich auf einen anderen Menschen einlässt, wo diese Person wiederum eigene Energien, eigene Päckchen mit sich trägt, dass man da selber nicht den Abstand, aber die eigene Sicherheit hat. Ne, weil das ist nämlich so ein bisschen die Krux, das Problem, wenn man neuroforisch arbeitet, man geht halt ganz rein. Man geht immer ganz rein. Immer sich zu 100% auf die andere Person einlassen. Aber wenn man dann wieder rausgeht, dass man da wirklich nichts von mitnimmt. Ne, also ganz reingehen und ganz wieder rausgehen. So. An der Stelle merke ich aber auch gerade, das ist eigentlich eine Sache, die für jeden Menschen wichtig ist, nicht nur für Miroforen, dass man es lernt, Momente zu haben, wo man ganz reingeht und wieder ganz rausgeht und dann bei sich bleiben kann. Und das Zedernholzöl, das empfehle ich wirklich auf die Füße und die Waden aufzutragen. Und bei den Füßen ist das so, wir laufen mit unseren Füßen, wir nehmen auch unfassbar viel mit unseren Füßen auf, ne? Und wir geben aber auch an die Erde ganz viel mit unseren Füßen ab. Also unsere Füße sind da sehr kommunikativ, sind unfassbar kommunikativ. Und um da eben, und das hat die Frances sehr, sehr gut beschrieben in ihrem Vortrag mit den Reflexzonen, um da eben diese feinen Nerven, die wir auch haben, zu schützen und da auch wirklich geerdet zu sein und da auch keine Fremdeinflüsse auf uns wirken zu lassen, da ist es sehr gut, sich eben wirklich die Füße mit dem Zedernholzöl zu salben. Ich benutze das pur. Das hat ja auch wirklich so eine feuchtigkeitsspendende Wirkung, das Zedernholzöl. Und ich gebe mir dann ein paar Tropfen auf die Hand. Dann nehme ich diese zwei Finger, das ist diese typische Salbungsgeste, und gehe da rein. Es reicht wirklich, mit den Fingern da reinzugehen, die Intention zu setzen, ich möchte mich erden, sich emotional auch mit dem Öl zu verbinden, da mit dem Herzen reinzufühlen. Und dann gebe ich mir das auf diesen weichen Part bei den Füßen. Also nicht die Sohle, sondern das, was weich ist, in der Mitte sozusagen. Und dann ziehe ich mir eine Linie hoch mit den Zeigefingern, hoch bis ungefähr zur Mitte der Waden. Und das sind so Kraftpunkte bei uns im Körper, wo wir wirklich Stabilität gewinnen, wenn wir das machen. Also innere Stabilität. Und es hilft uns, wirklich aufrecht durchs Leben zu gehen. Wir Menschen, das unterscheidet uns vom Affen, der aufrechte Gang. Der aufrechte Gang unterscheidet uns vom Affen. Und dass wir wirklich ganz gerade werden, dass wir auch nicht mehr, also ne, das haben wir ja gerade schon gemacht, wir haben uns von Nackenenergien befreit, der Schalk, der uns im Nacken saß, und dass wir uns nun wirklich ganz aufrichten können und ganz uns auch mit diesem aktiven Part von uns verbinden können. Ich stehe stark, ich laufe und agiere wirklich im lichten Sinne, also in einem göttlichen Sinne, dass ich anderen diene, dass ich mich mit anderen verbinde, dass ich mich mit der Natur verbinde, dass ich im Bewusstsein bin, dass ich überall reingehe und auch genauso gut wieder rausgehen kann und mich nichts davon mitnehme oder so, nichts anhaften lasse an mir. Und da hilft es wirklich, sich gut, gut, gut zu erden, hin und wieder und ganz stark zu werden, wie eben ein Tempel, wie ein Tempel in der Antike, der aus Zedernholz gebaut wurde. Also lass dich nicht so einfach aus den Socken hauen und steh mit beiden Beinen fest auf dem Boden, ne? Auf dem Boden der Tatsachen, sieh auch den Tatsachen ins Auge und trau dich auch. Und ja, es ist gut, dass du Mensch bist, es ist gut, dass du jetzt gerade hier bist. Und du hast ja einen ganz klaren Auftrag irgendwo, das wirst du schon wissen, was du machst hier. Und ja, sei dir auch bewusst, dass du alle Kapazitäten hast, die du brauchst. Also wir denken dann oft, uns fehlt was, wenn wir in so einem fehlenden Selbstbewusstsein sind. Wir glauben, wir brauchen noch so das eine und das andere aus dem Außen, damit wir das dann machen können. Aber das ist nicht der Fall. Du hast schon alles, was du haben willst. Und wenn du dir dessen bewusst bist, dann fängt es an, dass etwas Göttliches entsteht, weil du Bewusstsein bringst in das, was schon da ist. Und das ist der Schlüssel. Und auch das Aufrichtigsein mit dir selbst. Also der aufrechte Gang. Das aufrechte Geerdetsein.
Jetzt kommen wir zu meinem favorite part, meinem Lieblingspart, und zwar die Limette. Ja, die Limette, das könnt ihr selber eigentlich mal recherchieren, wenn ihr Lust habt. Auf der Young Living Seite, da gibt es ja unterschiedliche Öle, die besonders mit dem Herzen resonieren. Und da gibt es ein Öl, das ist jetzt ganz neu, One Heart, ein Herz. Und da ist auch Limettenöl mit drin und das nicht ohne Grund, denn und in allen anderen Ölmischungen, die eben auch mit dem Herzen resonieren, ist oft Limette drin. Und das Limettenöl, das macht uns so richtig frei. Also es ist wieder eine Frucht, wieder etwas, was der Baum uns geben möchte, was er teilen möchte. Und diesmal keine süße Frucht, sondern eine ja, saure Frucht. Und was macht das Sauersein? Das Sauersein, das macht uns ganz klar. Das macht so, so ist das. Und das ist auch inspirierend. Na, also es ist nicht so dieses sonnige Klare, was die Zitrone zum Beispiel hat, sondern eher sowas inspirierend Klares. So würde ich das bei der Limette beschreiben. Und es reinigt auf eine Art und Weise das Herz. Weil oft ist es so, das ist auch so ein Prozess, wo wir uns verschließen, wo wir uns bedecken, wo das Selbstbewusstsein fehlt und von göttlichem Selbstbewusstsein sowieso keine Rede sein kann. Dieser Moment, wo wir das Herz verschließen und wo wir uns bekleben lassen von allen möglichen Emotionen, sind es dann in dem Falle, die uns einfach nicht mehr frei fühlen lassen. Was ist wirklich frei in mir und was möchte wirklich durch mich hindurch in die Welt fließen? Und da ist es besonders schön, die Limette zu benutzen. Auch da, ich nehme das Öl pur, ich verdünne das nicht und gebe mir das auf die Hand. Dann mache ich wieder diese Salbungsgeste, gehe da rein, verbinde mich mit dem Öl und dann gebe ich mir das hier in einem Kreis, im Uhrzeigersinn, auf mein Herz. Und was man auch dabei schön machen kann, das kann man dann üben. Also ich würde erstmal empfehlen, das so im Herzen im Kreise aufzutragen. Und dann nehmt mal die Finger so, also macht mal so diese Geste und reibt mal so die Finger aneinander und geht im Kreise um euer Herz herum. Und dann merkt ihr, wie die Energie auf einmal noch ganz anders fließt. Ja, ihr merkt, wie da wirklich was rauskommt. Das ist eine Technik, wie man die Chakren öffnet mit Ölen. Unterschiedliche Techniken, das ist eine der vielen Techniken. Und das macht man eine Zeit lang, so eine gute Minute will ich das machen. Und dann merkt ihr wieder auf einmal, was rauskommt. Oh, ganz viel Komisches und ganz viel, was ja gar nicht ihr selbst seid. Weil ihr selbst und wir alle sind liebende Wesen. Wir sind absolut lichte und göttliche und wunderschöne Wesen. Und dieses Ganze, was eben mit dem Prozess zu tun hat, dass wir hier auf der Erde sind und lernen und was tun, das fließt dann auf einmal raus und ihr seht es dann. Und das Interessante ist, ihr könnt dann mal euren Ängsten und allem, was ihr so an Verwirrung habt, was sich da so im Herzen angesammelt hat, ins Auge sehen und guckt euch das mal an, was das alles ist. Und das ist nämlich oft der Schlüsselmoment, wenn ihr dem Ganzen face-to-face seid und merkt, dass das seid zum einen gar nicht ihr. Das sind Sachen, die gibt es einfach, die hat Gott geschaffen, damit wir dran lernen. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, dann könnt ihr das einfach wieder zu Gott fliegen lassen. Könnt ihr sagen, hier, du hast es gemacht, du kannst dich auch drum kümmern und das wieder bereinigen. Oder, was auch schön ist, und das ist auch wieder eine Technik aus dem Zen-Buddhismus, dass man seinen Emotionen und verstörenden Gefühlen zulächelt. Dass man sagt, hallo Angst, ich lächle dir zu. Schön, dass du da bist. Und die Zen-Buddhisten, die bezeichnen das so nett, die sagen, dass all diese Gefühle, die wir haben, dass das wie Kompost ist. Also Kompost, der auch wichtig ist zum Wachsen. Es gibt einmal die Pflanzen, die wir lieben, aus denen ganz tolle Sachen entstehen, wie eben die Limette oder die Rose oder ganz tolle Blumen, aus denen wir Öle gewinnen können. Aber es ist auch ganz wichtig, einen guten Boden zu haben für diese Pflanzen und ja, gute Sulfat- und Nitratwerte, also den Boden auch gut zu düngen. Und da ist es wichtig, alles, was verfallen ist, alles, was der Vergangenheit angehört, ne, alles, was verrottet ist, unsere Bananenschalen, unsere Kaffee, Coffee Grounds, wie heißt das, die Kaffee,
den Kaffeesatz kann man auch als Dünger verwenden, dass man eben das Verfallene, das schon Durchlebte, eben diese ganzen Emotionen, dass man das dem der Erde hingibt, ne? Also nicht der Erde beschmutzt, aber so, dass eben was Neues daraus wachsen kann, dass etwas Neues entstehen kann, einen organischen Zyklus hat. Also ihr könnt das einmal zu Gott schicken. Und ich finde, es ist auch durchaus okay, das mit der Mutter Erde zu verbinden und nicht zu sagen, hier nimm meinen Abfall, sondern zu sagen, lass was Neues draus entstehen. Ja? Einmal Gott Vater, nimm zurück, was du gegeben hast, und Mutter Gottes, lass was Neues draus entstehen. Lass was Schönes draus entstehen, sodass der Zyklus weitergeht, dass wirklich Fülle weiterfließen kann. Ja, das ist ein ganz wichtiger Part. Und so können wir unser Herz befreien. So können wir unser Herz ganz klar machen, sodass wirklich die Liebe durch uns fließt und das Schöne. Und sei dir bewusst, in der Verbindung liegt die Wahrheit und die Weisheit. Also bekleb nicht dein Herz und öffne dich auf diese Art, und so bist du immer in Kontakt mit der Welt. Ja, und damit komme ich schon zum letzten Öl, zur letzten Öleanwendung. Idaho Blue Spruce. Ich meine, nicht weit entfernt von dem Haus, wo Gary begraben wurde. Jetzt gerade hatten wir vorhin noch den Vortrag von Francis und Isla. Da meine ich, wenn mich nicht alles täuscht, dass die Idaho Blue Spruce Farm ist. Aber korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Und das finde ich ganz interessant. Also das ist wirklich, glaube ich, auch so aus einem Zufall entstanden, dass man diese Farm überhaupt gegründet hat und dort aufgestellt hat. Und das ist ja wirklich ein ganz spezielles Öl für diese zielstrebige Energie, die ja auch total wichtig ist für Selbstbewusstsein und auch für göttliches Selbstbewusstsein, weil das Zielstrebige, das Fokussierte, das Geradlinige, das ist absolut wichtig, damit wir uns nicht verreißen lassen von, wie gesagt, Fremdeinwirkungen, von allem, was eben so in der Welt passiert. Und Idaho Blue Spruce hat eben auch diese Yang-Energie. Also nicht Yang wie Jung, sondern Yang wie Ying und Yang. Also Yang wie männlich. Das hat wirklich so eine männliche, zielstrebige, klare, fokussierte Energie. Und egal, ob du jetzt Mann oder Frau bist, es ist eine Energie, die wir alle sehr, sehr gut gebrauchen können. Nämlich ganz klar die eigene Vision zu kennen. Da kannst du auch wirklich in dieses Öl, ne, wieder vor das Herz halten, reinfühlen, auf die Hand geben, dran riechen und fokussier dich, kenn deine ganz eigene, klare Vision oder nicht mal deine eigene, es kann auch wirklich eine göttliche Vision sein, die dir klar ist, also die auch andere Menschen teilen, und geh da darauf zu, geh da ganz klar drauf zu, knicke nicht ein und bleib in der Balance. Und da ist es wichtig, das ist jetzt die letzte Anwendung, die ich zeige. Salbe dir den unteren Rücken. Und im unteren Rücken, das verbindet uns, ne, also im Steißbein, aber auch hier bei der Hüfte, das verbindet quasi diesen unteren Raum oder die Beine und alles, was drunter liegt, und die obere Hälfte des Körpers, also den Torso. Und natürlich den Kopf und alles andere. Und da an der Stelle, auf die, so ein bisschen bis zu den Nieren hoch an der Stelle vom Rücken, und bis ans untere Steißbein. Gib dir da mal überall so ein paar Tropfen, also erst auf den Händen verreiben und da auch ruhig flächig. Da sind Gesten nicht unbedingt wichtig, sondern wichtig ist an der Stelle, die Hände einfach zu haben. Du kannst auch, oh, das ist mir gerade spontan gekommen, diese Bete-Haltung als Geste machen, eine ganz spezielle Geste. Darüber könnte ich auch mal einen Vortrag machen, über die Gesten im Abendland. Das sind ja auch spezielle Mudras. Wir kennen viele Mudras aus Indien, aber es gibt halt auch eben diese abendländischen Gesten, die ganz interessant sind. Und da wirklich das Öl mal wirken zu lassen kurz, also da die Intention reinzugeben in diese Gebetshaltung. Wirklich so, dass hier ein offener Innenraum noch ist. Das macht was energetisch mit dir. Und dann auf diese Stellen halten, also auf diesen unteren Rückenbereich, wo eben wir dieses obere und untere verbinden. Und wo wir aber auch uns ausrichten. Du merkst, wenn du so ein bisschen hin und her wackelst, du kannst so gehen, aber du kannst eben auch ganz gerade sein. Und das, ja, ist eben hier mit dem unteren Bereich, ja, zu kontrollieren und auszurichten. Wie ist deine Ausrichtung? Ne? Ist sie nach vorne? Und dann schick mal diese Zielstrebigkeitsenergie von Idaho Blue Spruce in diesen unteren Bereich, und dann kannst du noch mit den Fingern ganz leicht an der Wirbelsäule diese Energie hochziehen,
Und auch hier nochmal weiter hochziehen und dich so richtig aufrichten. Also ganz gerade sitzen und die Energie einfach mal so fließen lassen. Ja, und seid ihr bewusst, die gerade ausgerichtete Energie, das ist eben auch der Weg in die Freiheit. Und vor allem in der Senkrechte fließt die gute Energie, also nicht so und nicht so und nicht so, sondern eben so. Das ist ganz wichtig. Und dann kann dich nichts mehr verreißen. Dann kannst du wirklich all deine Projekte realisieren, die du schon immer realisieren wolltest. Und mit den Menschen auf eine Art und Weise umgehen, wie du das machen möchtest. Ne? Und wirklich auf die Menschen zugehen, ihnen zuhören, überall ganz reingehen und auch genauso wieder rausgehen, ohne was anhaften und kleben zu lassen. Und ja, ich denke, das ist eine gute Technik. Ja, sei dir bewusst. Du bist dir bewusst in dem Moment. Also du bist dir bewusst in diesem Moment, wo du eben all diese Salbungen gemacht hast. Und dann auf einmal bist du bewusst, dass dir fällt raus, weil, naja, wer bist du schon? Du gehörst ja nicht mal dir selbst. Wir gehören ja nicht mal uns selbst. Also ne, wir sind hier eben einfach auf der Erde und machen unser Ding und machen das, was wir machen müssen. Und ja, that's it. Danke für eure Aufmerksamkeit.